vier Frechdachse können auch noch a cappella singen, oder? Ja. Das wollen wir doch mal hören. Also, one, two, three, four. Leise. One, two, three, four. Leise. Eins, zwei, four. Eins, zwei, drei. 'Cause you know that I'll always be there for you, for you. When you want me to share your hopes and dreams and make us to feel, and you know. Suchen? Ja. Ja. Ach, die armen Eltern, ne? Geht's ihnen gut? Ah, das ist moin. Und die doofe Schwester und der doofe Bruder. Hallo, wie ist das? Alle mit dabei heute. Aber positiv, oder? Hä? Klatschen gleich und trampeln für Korn in die Act mit dem Titel You Know! Durch die Zauberkugel! Tschüss! Was sind die Mädchen begeistert da oben, ne? Ich muss einfach sagen, Jungs, ihr habt mich geschafft. Und das beste Zeichen war, ich habe eine Gänsehaut gehabt. Und seit heute habt ihr ja nicht nur den Harem, den ihr mitgebracht habt, sondern sicher gehört meine kleine Tochter, die ist 8, auch dazu. Und ich muss sagen, ich bin einfach, ja, ich bin geplättet. Klauschen. Nicht nur 72 Fans im Studio, sondern viel mehr auch Casanova. Ich muss sagen, du musst natürlich bei deiner Schwester entschuldigen. Die hat auch ganz wild mitgeklatscht. Ich habe genau hingeguckt. Die hat nämlich Geschmack.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten, da haben Kurt und The Act mitgespielt, so ein Gastrollen, da sind die erst berühmt geworden, ja? Vielleicht solltet ihr da mal anheuern, denn wir haben ja gehört, ihr könnt wirklich richtig toll singen, dann bleibt für immer Friends, Forever Friends, so heißt nämlich die zweite Platte von Kurt and The Act. Jetzt sprichst du wieder ausländisch, jetzt hör auf. So, jetzt ist Christiane mal dran, ne? Ja, also weil der kann labern, das ist unglaublich. Die begeistern so, da können sie nicht zurückhalten. Ja, Kurt and The Act hatte ich ja auch häufig im Studio bei Bravo TV und ich muss auch sagen, euch finde ich viel besser. Ihr habt den Charme, ihr seid natürlich schelmisch, frech. Bleibt hier beim Singen. Das ist bestimmt eine Karriere für euch. Auf alle Fälle.